Hallo, ihr sexy People da draußen. Bevor es losgeht, haben wir noch ein kurzes, aber sehr intensives Vorspiel für euch mit dem Sponsor der heutigen Folge, Clark. Hier im Podcast klingen wir ja immer so locker, frisch und luftig. Man könnte denken, ey, die setzen sich nach Lust und Laune mit zwei Mikros zusammen und quatschen einfach drauf los. Ich verrate euch jetzt aber mal was. Hinter Yes Honey steckt super viel Orga und wir haben eine gemeinsame Google Drive App mit locker 10 Ordnern und an die 100 Dokumenten und Audiodateien, die da penibelst drin geordnet sind, weil ganz ehrlich, sonst würden wir komplett den Überblick verlieren und im Chaos versinken. Locker, frisch und luftig sind wir natürlich trotzdem, aber eben halt auch organisiert. Zumindest geben wir unser Bestes und Clark bzw. die Clark-App bringt auch mehr Ordnung in unser Leben. Denn darin kann man all seine Versicherungen ordnen und sortieren und hat dann alles super übersichtlich in einer App digital, statt irgendwo in irgendeinem überfüllten, chaotischen Ordner, wo man schon allein beim Gedanken dran, diesen Wisch jetzt zu suchen, die Krise kriegt. Absolut. Und dazu ist Clark, was für mich der ausschlaggebende Punkt war, unabhängig von einzelnen Anbietern. Also die wollen dir da nicht Versicherungen 150.000 auf Teufel komm raus verkaufen, sondern Clark findet auf Basis deiner aktuellen Lebenssituation mit einem Algorithmus aus über 160 Versicherern den Tarif, der am besten zu dir passt. Und zeigen dir dann zum Beispiel, wo du mit einem Tarifwechsel Geld sparen kannst. Geld, das wir dann lieber im Biergarten ausgeben oder Schwimmbäder, in Eisdiele unseres Vertrauens. Oh, die App yes. ist kostenlos. Ich freue mich so drauf. Gestern habe ich bemerkt übrigens, dass unser Schwimmbad um die Ecke schon seit einer Woche offen hat. Unglaublich. Da werde Go ich auf for jeden it, Fall das Maya. Geld liegen lassen. Die App ist kostenlos. Also, warum nicht einfach mal ausprobieren? Wenn ihr das tut und euch die Clark-App runterladet und da eine bestehende Versicherung hochladet, bekommt ihr als Yes-Honey-Hörer oder Hörerin sogar noch ein Geschenk, nämlich einen 15-Euro-Amazon-Gutschein mit dem Codewort Honey. Beziehungsweise bei zwei bestehenden Versicherungen bekommt ihr sogar 30 Euro zum Shoppen geschenkt. Und keine Sorge, ihr müsst keine neuen Versicherungen abschließen, sondern es reicht auch komplett aus, wenn ihr einfach nur eure bereits existierenden Versicherungen in die App einpflegt. Alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal zum Nachlesen in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit eurem Lieblingspodcast Yes Honey. Das ist Yes Honey mit Isa und Maya. Einfach unanständig. Auch mal Honig ums Maul schmieren. Sugar, sugar, honey. Entschuldigung. Hi, Honeys. Na, alles fit im Schritt? Richtig gut, dass ihr wieder am Start seid bei einer neuen Folge Yes, Honey, eurem Podcast rund um Liebe, Sex und Beziehungen. Ich bin Isa. Und ich bin Maya. Und wir machen diesen Podcast, um zu zeigen, ey, du musst mit deinem Partner nicht täglich in die Kiste springen, ja? Ihr braucht nicht immer Bock haben oder immer sexy aussehen, um ein erfülltes Sexleben zu haben und um eine erfüllte Partnerschaft zu führen. Du musst auch nicht immer nach links und rechts gucken, was die anderen im Sexleben so treiben. Das bringt euch unter Druck und bringt euch vor allem nur eins, Unsicherheit. Das Einzige, was dir vielleicht hilft, uns zu hören, weil wir nämlich genau das vermitteln. Sehr gut. Und uns zu abonnieren und uns mit 5 Sternen auf iTunes zu bewerten. Das hilft euch auch im Sexleben. Ihr kennt die Geschichte, ne? bringt euch gutes Karma. Wir sind aber auch ganz wichtig, keine Sexpertinnen und auch keine Paartherapeuten. Genau. Also wir kriegen ja auch immer ganz viele Nachrichten von euch mit Fragen rund um Sexleben. Das ehrt uns sehr, weil also wir fühlen uns natürlich total geehrt, wenn ihr denkt, dass wir euch dann einen Tipp geben könnten. Aber wir sind da natürlich nicht irgendwie ausgebildet in diesen ganzen Sachen, sondern einfach zwei ganz normale Frauen, die über Sex sprechen und über Liebe und über unsere Beziehungen und das einfach ohne, dass wir ein Blatt vor den Mund nehmen. Uns hat eine Hörerin geschrieben, für sie ist es überhaupt kein Problem, mit Männern direkt beim ersten Date
ins Bett zu gehen. Eigentlich mag sie das sogar, weil wenn der Typ der Hammer ist und sie eben horny, why not? Aber ihr wird von außen ganz oft das Gefühl vermittelt, dass das nicht so gut ankommt. Genau, zum einen würden Männer sie dann oft abstempeln als die ist nichts für eine echte Beziehung, weil eben zu leicht zu haben, und bei Freundinnen hat sie das Gefühl, dass die das auch nicht cool finden und sich eher so denken, billig. Wichtig. Reimt sich das billig auf wichtig? Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl gehabt, es hat sich gereimt. Also, billig, wichtig. Wichtig. Naja, so das halt. Sind nur ihre Gedanken. Also das hat ihr noch nie jemand so direkt in die Fresse gesagt. Ja, wir fanden das aber ein sehr spannendes Thema und haben uns gedacht, da machen wir mal eine Folge zu. Ihr erfahrt also heute, ob wir schon mal beim ersten Date Sex hatten, wie wir generell dazu stehen. Wir haben auch unsere Männer gefragt, beziehungsweise ich. Ich habe meinen gefragt. Ich weiß nicht, Maya, ob du deinen auch gefragt hast. Es liegt tatsächlich schon ein bisschen zurück, aber ich meine, mich noch zu erinnern, wie er dazu steht. Na also auf jeden Fall haben wir auch Meinungen von unseren Männern hier mit drin. Wir haben auch die Community, also euch auf Instagram. Übrigens heißen wir auf Instagram yeshoney_podcast. Richtig, Maya? Das ist richtig, liebe Isa. Genau. Und da gibt's ganz oft einfach so vorab Fragerunden, dass ihr nochmal euren Senf dazugeben könnt, weil es den Community Talk ja nicht mehr gibt, weil ihr euch auch gewünscht habt, dass wir den nicht mehr machen, beziehungsweise ihr die normalen Folgen von uns besser findet. Und das machen wir jetzt einfach so, indem wir da immer wieder vorab Fragen reinstellen. Und da haben wir auch zugefragt, wie ihr das findet, wenn die Frau beim ersten Date direkt Sex will. Also die Frage ging an die Männer. Und dann haben wir noch die Frauen wiederum gefragt, wie sie es finden, wenn der Mann beim ersten Date direkt Sex will. Das sind ganz, ganz spannende Antworten dabei. Und wir haben natürlich gefragt, wie ihr dazu steht, Sex beim ersten Date, ja oder nein. Und wir sprechen heute auch drüber, was für Vor- und Nachteile das hat und ob es Unterschiede zwischen den Männern und Frauen gibt, was das Thema Sex beim ersten Date angeht. You know, this English is not my language. Aber Deutsch ist es ja hoffentlich leider so manchmal. Manchmal hast du ja auch Sprachstörungen im Deutschen. Aber Maya, ganz direkt gefragt, hattest du schon mal Sex beim ersten Date? Ich weiß nicht, wie oft. Also ich glaube, von meiner Sexliste, also von Männern, mit denen ich geschlafen habe, war bestimmt mehr als die Hälfte, deutlich mehr als die Hälfte, mit denen ich beim ersten Mal in die Kiste bin. Wow, auf okay, jeden Fall. Das überrascht mich jetzt. Das überrascht mich, dass dich das überrascht. Also. Ja, irgendwo überrascht es mich auch nicht, aber doch irgendwie schon. Ich dachte jetzt, dass du sagst, nee, hattest du noch nie. Doch, ständig. Ich war ja früher echt, also ich war ja wirklich aktiv. Wilder Feger. Was war ich? Ein wilder Feger. Ein wilder Feger, das bin ich ja heute ein heißer noch, mein Feger. Engel. Also ja, entschuldige mal, bin immer noch ziemlich wild. Aber halt nicht mehr so. Ich finde da auch überhaupt nichts Verwerfliches dran. Also ich muss sagen, als ich diese Phase hatte eben, wo ich tatsächlich noch Dates hatte oder auch keine Dates, und es ist einfach irgendwie entstanden, das war ja alles noch so vor 10 Jahren, schätze ich mal. So, ja. Mit Anfang 20. Ja, so, genau, so Anfang bis Mitte 20. Aber wirklich so die frühen 20er, würde ich noch sagen. Mhm. Und ich muss trotzdem sagen, auch da waren wir schon im 21. Jahrhundert, was wir auch jetzt noch sind. Und ich verstehe heute schon 10-mal nicht. Also damals war echt immer noch so ein bisschen auch in meinem Hinterkopf, oh, kann ich das machen? Was denkt der von mir? Aber heute, muss ich sagen, kann ich das überhaupt null verstehen, warum sich da immer noch die Mädels den Kopf zerbrechen, ob das okay ist oder nicht. Das ist so traurig. Schon, oder? Voll. Also ich habe mich bei der Folge so, also bei der Vorbereitung auf die Folge, so ein bisschen auch an unsere Folge erinnert, die Frage, kommst du noch hoch? Ob das ja, stimmt. Haben wir das bei Oh Baby gemacht oder bei Yes Honey? Das war bei Oh Baby. Okay, ja, das verschwimmt oft. Auf jeden Fall hatten wir ja da eine Hörerin, die meinte, wenn sie den Typen noch hochbittet, ist das automatisch eine Einladung zum Sex. Mhm. Und das war auch sowas, wo ich mir auch dachte, so, das sind diese blöden Klischees, die in unserem Kopf sind, die uns irgendwie eingepflanzt wurden, wahrscheinlich durch die Medien, durch Filme, ja. durch
Nachmittagsfernsehen, Zeitschriften. Und dann hat man das so im Kopf, so irgendwie so Sex beim dritten Date. Und wenn du beim ersten Date Sex hast, dann bist du halt eine Schlampe und dann bist du billig. Also, ja, es ist irgendwie so, es ist tatsächlich nicht mehr zeitgemäß. Voll. Ich glaube, weißt du, wer dazu viel beigetragen hat? Ich glaube, dazu beigetragen haben auch so vor allem so diese möchtegern coolen Rapper, die dann eben immer so davon singen oder rappen, dass es so, ja, so mein Mädchen, die ist so rein und die ist so unschuldig und mein Mädchen ist so, weißt du, rein. So diese Tour, und das geht mir ja gewaltig auf den Piss. Ja, ganz ehrlich, das sind auch einfach Wichser. Ich muss auch sagen, ganz viele amerikanischen Hip-Hop-Songs, die ich früher geil fand, finde ich inzwischen so daneben, wo ich mir mal wirklich mal so ein bisschen Gedanken über den Text gemacht habe. Ich mir auch denke, das ist so frauenverachtend, das ist so die letzte Scheiße, was diese Typen zum Teil singen. Und die werfen ein Bild auf, wo Frauen oder junge Mädels meinen, sie müssten dem entsprechen. Das ist eben was Schlechtes wäre, wenn sie mit einem Mann eben direkt intim werden, schlafen, nur weil eben sie irgendwie auch gerade geil sind. Wo ist das Problem, Alter? Ist es bei dir eigentlich dann bei einem Typen, mit dem du beim ersten Date Sex hattest, auf eine Beziehung rausgelaufen? Oder waren das alles One-Night-Stands, Affären, Flirts? Flirts, ah, your language is English, right? Flirt. Ich muss sagen, ich war ja auf der Suche immer nach der großen Liebe. Immer. Natürlich gab es auch Momente oder Männer, bei denen ich auch wirklich nicht mehr wollte. Das passierte aber eher selten, weil ich habe immer im Hinterkopf gehabt, wenn die Chemie gepasst hat und ich dachte, boah, lecker, dann vielleicht wird da mehr draus. Oh mein Gott, ja, das ist toll. Ich habe mir dann immer direkt, ja, da sind Filme abgelaufen in meinem Kopf. Direkt. Eine kleine Disney-Prinzessin in dir. Genau. Prinzessin, was ist denn mit mir los? Ja, ist so. Oh Gott. Also ich habe ja immer gehofft irgendwie, dass da vielleicht was draus entsteht und dass er in mir mehr sieht als nur die Frau für die eine Nacht. Aber deswegen war das teils. Also ich habe mehr erhofft, oftmals. Aber es war, er ruft halt nicht an oder schreibt nicht. Da hat man ja schon eher geschrieben als angerufen. Da war dann schon bisschen eine kleine Täuschung dabei, glaube ich. Also bei denen, wo ich mir auch wirklich erhofft habe und dieser Disney-Film in meinem Kopf ablief. Aber ja, war dann auch nicht so schlimm, wenn nicht. Hatte ich halt einen geilen Abend oder einen geilen Tag oder eine Nacht oder was auch immer für eine Tageszeit halt. Ein paar geile 3 Tage nacheinander. Ja, weil ich frage, das ist ja schon oft so, dass man dann denkt, okay, wenn man beim ersten Date ins Bett geht, oder das ist auch so das Klischee im Kopf, dann ist es halt nichts Festes. Du hast ja deinen Mann über Tinder kennengelernt. Yes. So, ich schätze, Punkt A, da waren auch andere davor. Mich würde mal interessieren, erst wie das mit den anderen ablief. Lief das irgendwie trotzdem direkt auf Sex hinaus? Mit den allermeisten nicht. Also mit den allermeisten, lass mal überlegen, wie viele Tinder-Dates hatte ich ungefähr? 6, würde ich mal sagen. Mhm. Ungefähr. Ich habe das nie gezählt. Und mit denen hatte ich eigentlich immer abends ein Date zum Essen. Wir sind essen gegangen. Lecker. Oder mit einem auch mal tatsächlich, der war eigentlich echt süß, aber er hatte leider wahnsinnigen Mundgeruch. Und das war irgendwie, das war wirklich, und er hatte auch schon ziemliche Geheimratsecken, das war dann so, Oh Gott. Sehr oberflächlich, aber nee, er hatte wirklich schlimmen Mundgeruch. Aber er war extrem süß, wir haben einen Tag draußen verbracht, da war ich frisch in München und er hat mir München gezeigt mit dem Fahrrad. Oh, und wie süß, war, tolle Date-Idee übrigens. Echt süß, das war total süß, weil ich da frisch hingezogen bin. Und dann hatten wir ein zweites Date und dann wollte er mich direkt zu sich nach Hause eingeladen. Und er hat für mich gekocht. Und das fand ich schon komisch, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, oh, beim zweiten Date nach Hause gleich, da fand ich schon ein bisschen uncool. Weil ich wäre gern noch ein bisschen draußen gewesen. Ich finde, es ist immer ungezwungener und irgendwie ist es nicht so intensiv. Weil dann sieht man was draußen und kann dann darüber sprechen.
oder man hört, man sieht andere Menschen, redet über die oder über Orte und oh, guck mal, das Café oder so. Das ist so ungezwungener. Und wenn man da bei dem zu Hause ist, das finde ich dann gleich so, ich hatte so ein kleines beengendes Gefühl. Und der wollte dann mit mir Sex haben und er hatte aber leider wieder Mundgeruch. Guck, ich habe ihm sogar eine zweite Chance gegeben. Ach, und dann habe ich ihn zwar ein bisschen so geküsst und mir gedacht, nee, ist einfach nicht. So, und ich hatte aber mit den anderen ansonsten alles so Restaurant-Dates, wo wir abends essen gegangen sind. Und danach die Frage aufkam. So, nee, kriege ich dich heim, Frage, oder? Nee, danach die Frage nie aufkam. Also die meisten Dates davor waren tatsächlich noch in Berlin. Mhm. Und da ist halt einfach so groß, beziehungsweise in München ja auch, dass man sich dann einfach an der U-Bahn verabschiedet hat. Also, das ist so ein Kleinstadt- oder Dorfkind wie ich, das ist halt erstmal, die Gedanken kommen gar nicht, weil hier ist alles so eng beieinander, dass die Frage unwillkürlich aufkommt. Bringe ich dich noch heim oder vielleicht hat auch nur er, vielleicht hat er dich auch abgeholt mit dem Auto, weil ich hatte damals ja noch kein Auto. Never. Never. Mich hat nie ein Typ mit seinem Auto abgeholt. Also es war immer so, treffen wir uns dort oder dort und dann, also ich hatte auch mal Typen, die sind mit dem Rad dann gekommen. Finde ich auch sexy. Finde ich übrigens total sexy, wenn der Typ angeradelt kommt. Und ansonsten war das halt, man trifft sich am Restaurant und dann danach geht man zusammen zur U-Bahn. Also ich hatte das nie. Deswegen hatte ich bei meinen Dates auch nie beim ersten Date Sex. Vielleicht liegt es auch daran, weil es einfach auch so, es war irgendwie klar, auch wenn man einen schönen Abend hatte, es gab oft einen Kuss, das schon, aber dann war so klar, man geht jetzt nach Hause. Das wäre bei mir als ich in der Eifel war, ich war ja eine Zeit lang in der Eifel für meine Ausbildung. Also mehr Kaff findest du, glaube ich, echt nirgends auf der Welt. Und da musstest du ein Auto haben. Also als Typ vor allem. Also ich hätte mir gewünscht, ich hätte eins gehabt, hatte aber das Geld halt überhaupt nicht. Hab das Geld gerade so für einen Führerschein irgendwie hingekriegt. Aber da musste der Kerl ein Auto haben, weil sonst war echt schwierig. War super schwierig, auch mit dem Bus alle 2 Stunden nur. Da war nichts mit U-Bahn. Und da war. Hast du Fahrrad? Nee. Im Roller? Nee. Stell dir vor, da würde mit so einem City-Roller angerollt kommen. Das ist ja, da ist Hi, hügelig, Maya, da brauchst du ein Auto. Also, das geht fast nicht anders. Okay. Und da war für mich auch immer so: Was fährt er denn? Für mich war damals A3 übrigens ein Audi A3. Mua. Da war schon alles geritzt. Boah. Oh Mann. Ja, lustig. Aber dann ist aber auch klar, dass wenn die dich dann nach Hause fahren, wenn sie dich abholen, dass sie dich auch wieder nach Hause fahren und dass dann die Frage aufkommt, kommst du noch mit drauf. Das ist jetzt für mich auch völlig logisch. Es war halt nur bei mir immer völlig anders durch diesen Großstadtcharakter. Big City Life, me try forget mine. Rationalize of no matter what. Du warst denn mit deinem Mann? Also wie habt ihr euch kennengelernt? Kann man mit dem Fahrrad vorbeigeradelt? Nee, kann man nicht. Also kennengelernt habt ihr euch ja über Tinder, aber ne, wie ist das erste Date abgelaufen? Genau, also wir haben uns, das war ein super tolles erstes Date. Wir haben uns auch vor einer U-Bahn getroffen und haben, also er hat mich eigentlich mehr oder weniger von der Arbeit abgeholt an dem Tag. Gott, war ich aufgeregt, cool. Ich konnte mich überhaupt nicht auf die Arbeit konzentrieren. Ja. Oh. Ich fühle es so. Oh Mann, ja, ich habe mir den ganzen Tag Gedanken gemacht, ob ich gut aussehe, ob ich das Richtige anhab. Eieiei, davor extra noch 10 Minuten früher Schluss gemacht, aufs Klo gegangen, bei der Arbeit nochmal ein bisschen nachgeschminkt, Haare gut gemacht, 10-mal in den Spiegel geguckt und so. Ja, jedenfalls haben wir uns in der Stadt getroffen, wir wollten einfach gucken, irgendwas essen gehen. Und dann haben wir uns am Ende Sushi to go geholt und beim Supermarkt eine Flasche Weißwein, sowas liebe ich einfach, sowas Ungezwungenes. So. Lass uns einfach noch eine Flasche Weißwein vom Supermarkt kaufen. Und dann haben wir uns in den Park gesetzt, auf den Boden, ins Gras, haben Sushi gegessen und gemeinsam uns diese Flasche Wein geteilt, einfach aus der Flasche getrunken. Und wir wollten eigentlich nur was zusammen essen und dann uns halt wieder verabschieden. Aber wir haben bis nachts um 1 sind wir, es war, ich glaube, ein Dienstag oder Mittwochabend, also unter der Woche. Und wir haben aber einfach so einen Flow gehabt und es war so cool und wir haben so viel gelacht und gesprochen.
Und dann sind wir nach dem Essen noch spazieren gegangen durch die Innenstadt. Dann waren wir noch in einem Café und da haben wir irgendwie abends um 10 einen Kaffee getrunken. Oh. Oh, ja, und dann hatte ich tatsächlich mein Fahrrad da. Ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und er war eben mit der U-Bahn gekommen. Und dann habe ich ihn zur U-Bahn gebracht mit meinem Fahrrad. Dann hat er mich noch... Nein, warte, er hat mich nicht geküsst. Ich wollte gerade sagen, er hat mich noch geküsst. Nein. Hat er nicht? Ich glaube nicht. Und er hat ja dann zu mir gesagt, ja, man sieht sich. Oh. Oh. Das ist ja auch und nur so der ganze Abend Wolke 7 und dann auf einmal die Wolke tut sich auf und du fliegst tief, tief runter. Ich dachte auch, weißt du, eigentlich sagt mir mein Bauchgefühl, dass es ein super Abend war, aber dieses man sieht sich. Alter, ich habe das auch mehrfach mit ihm danach immer wieder so ein Running Gag. Ich sag, man kann doch nicht so einer Frau, die man toll findet, sagen, man sieht sich. Das ist so. Aber er hat dann gemeint, na klar, aber wir haben uns ja dann noch gesehen. Und ich so, ja, naja. Das ist, ja, also das könnte genau. auch meiner sein. Einfach nicht weiter gedacht und denkst, okay, also eigentlich kennst du doch die Kunst des Dates, des ersten Dates, so was man sagt und was man auf gar keinen Fall zum Schluss sagt. Aber das kommt bei denen gar nicht an. Das ja, haben die nirgendwo gelesen oder gehört. Er hat mich auch nicht geküsst. Nee, er hat mich auch nicht geküsst. Er hat mich umarmt und einen Kuss auf die Backe, glaubst du, weißt du, so einen Wangenkuss. So ja, aber so das freundschaftlich, so schnell, so ciao, wir sehen uns, oder war das dann schon so ein bisschen langsamer? Ja, das war schon romantisch. Das war schon romantisch. Und beim zweiten Date hatten wir uns geküsst und beim dritten Date hatten wir Sex. Das oh, Hallöchen. Also du hast die Kunst des ersten bis dritten Dates vollkommen so. Also nach Vorschrift des Buches. Sex erst beim dritten Date. Das ist so ein klassisches Filmverhalten, finde ich. Ja, ich weiß, es ist klassisches Filmverhalten. Aber war das so geplant? Oder hast du einfach nur gedacht, nicht vor dem dritten Date? Oder? Nee, gar nicht. Ich habe überhaupt nichts geplant oder gedacht. Aber es war eben so, dass, ich weiß gerade gar nicht, ob wir das zweite Date, keine Ahnung, wo wir das, weiß ich gerade, waren wir im Kino? Keine Ahnung. Aber das dritte Date war das erste Date, da war er bei mir zu Hause. Mhm. Da habe ich ihn zu mir eingeladen und dann waren wir halt bei mir. Mhm. Und dann, na klar, dann gab es Dessert im Bett. Warst du das Dessert? Aber hallo. Aber hallo. Oh, wie schön. Oh, das ist so schön. Mhm. Ich liebe ja so Geschichten. Ich liebe die total, gerade wie sich zwei kennengelernt haben bei euch. Ja. Ich kannte das jetzt auch noch nicht so genau, wie das bei euch ablief. Aber das ist sowas, was ich mir ja immer gewünscht hätte bei mir. Was aber nie passiert ist. Naja, gut, wir haben uns über Tinder zuerst mal gefunden. Das ist ja schon mal sau unromantisch. Ach. Inzwischen sage ich auch, scheiß doch drauf, aber es ist schon, viele sagen, oh was, Tinder? Oh Gott. Vorurteile, ne? Entspannt euch, ja komm. Ganz ehrlich, ich habe auch gesagt, ich bin in der neuen Stadt gewesen. Ich habe gearbeitet Vollzeit und die einzige Freizeitbeschäftigung war Yoga. 14 Frauen und ein schwuler Yogalehrer. Sorry, aber wie soll ich denn Männer kennenlernen? Wie? Ich habe ja da meine Meinung auch geändert. Ich war auch vorteilbehaftet bei diesem Thema Tinder, weil ich einfach auch keine guten Erfahrungen damit gemacht habe oder nicht den richtigen gefunden habe. Ich habe damals Luvu, wie auch immer, genutzt und 2-3 Dates sind bei rumgekommen, aber das war es auch. Mhm. Ich glaube nur 2. Mann, scheiße. Die waren einfach nichts. Der eine war eher so auf der Freundschaftsebene. Es war so ein langer Lulatsch, der aber total nett war. Mit dem war ich auch essen und mit dem anderen war ich was trinken. Das war erinnerst du dich, dieser Nazi, dieser ehemals Nazi? Oh, krass. Der meinte, Hells Angels, die sind alle ganz nett. Stimmt, mein Gott. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich bin hier raus. Und er hat nicht mal gezahlt. Ach, scheiße. Ja, es war voller Reinfall. Ich finde bei diesen ganzen Dating-App oder Websites-Geschichten, ich finde es einfach immer super schwierig, dass die Menschen genauso aussehen wie auf den Bildern. Das ist immer so meine größte Angst gewesen. Da sieht einer auf dem Bild super aus. Boah, ich hatte einen, also generell damals, wann waren das? 2014 oder 2015, 14 in Berlin. Alter, gab's da geile Typen auf Tinder. Es war der Wahnsinn. So, also ich hatte Freundinnen, die sind aus überall aus Deutschland, sind die mich in Berlin besuchen gekommen, um bei mir in Berlin zu tindern, um dann mit irgendwelchen hotten Typen Dates zu haben. Weil sie auch meinten, das ist der Killer, was du hier in Berlin alles findest. Richtig, richtig schöne Männer. Lecker Schmuck. Und
wirklich, es war wirklich ein Sahneschnittchen nach dem anderen. Und das Problem ist aber oft, dass die wirklich auch wissen, ja, weiß man ja selber auch, so, auf dem Bild sehe ich super aus, auf dem auch, und dann lade ich halt die hoch. Und ich hatte das ganz oft, dass ich dann angekommen bin und mir dachte, oh, oh Gott, bist das du's? Vibet ja überhaupt nicht. Ja, also das sieht, merkt man irgendwie ja gleich dann. Das denkt man ganz oft gerade andersrum bei Frauen, weil viel Make-up oder ein besonderer Filter drauf. Aber das ist kann bei bestimmt Männern auch bei Frauen sein. Ja, bei Frauen kann ist es safe ja auch der Fall. Aber ja, dass es bei Männern eben auch so ist, wird mit keinem Wort erwähnt. Mhm. Hör ich ja, oder dann jetzt machen auch zum die so Schwarz-Weiß-Bilder. Oder der eine hatte auch so ein Bild, wo er nur sein halbes Gesicht gezeigt hat. Boah, sah der gut aus. Schwarz-Weiß und nur das halbe Gesicht irgendwie. Und ich dachte mir so, mein Gott, du Schöner, komm in mein Bett, komm in meinen Schoß. Auch gerne beim ersten Date. Und dann haben wir uns getroffen. Logisch, na klar. Also ich hätte auch gar kein Problem damit gehabt, beim ersten Date Sex zu haben, wenn sie es ergeben hätte. Mhm. Ich sehe das genau wie du. Also es ist ein Schmarrn. Ja. Zu sagen, die Frau ist billig, wenn sie beim ersten Mal Sex hat, beim ersten Date. Es kommt auf die Situation an. Es muss halt passen, es muss halt irgendwie stimmig sein. Und wenn man sich so gut versteht und wenn jetzt mein Mann zum Beispiel bei dem ersten Date, keine Ahnung, wenn der neben mir gewohnt hätte und wir dann gleich einen Heimweg gehabt hätten, ich weiß nicht, es kann gut sein, ich hätte ihn noch mit hochgenommen und dann hätten wir noch Sex gehabt. Also, und du hättest dir diese Gedanken erspart mit, wir sehen uns. Wobei, wenn er sich verabschiedet hätte, nach dem Sex mit, noch wir mal sehen uns, das wäre noch eine Nummer härter. Boah. Also ich finde, ein großer Vorteil bei Sex beim ersten Date ist, man weiß halt direkt, ob es im Bett harmoniert oder ja, nicht. Man voll weiß auch direkt, hat der einen Prügel in der Hose oder ist es eher die kleine Babykarotte? Ja, ich finde tatsächlich auch, das ist wie ein Kuss. Da spürst du schon sehr viel, ob es passt oder nicht. Und ja, wenn du eben ja mit dem in die Kiste springst und deinen Spaß hast, weißt du auch, ob es da funktioniert. Also es ist ja natürlich nicht der ausschlaggebende Grund für eine Beziehung, ob das generell läuft oder nicht. Also wenn ich danach gehen würde, ganz ehrlich, dann wäre es mit meinem Verlobten und mir auch nicht so weit gekommen, glaube ich. Also wir haben uns das erste Mal geküsst im Bett. Und der Kuss war auch so, oh Mann, ich habe mir halt immer so viel vorgestellt, wie das sein wird und wie schön. Aber das war halt einfach so ein Kuss beim Sex. So, und der Sex war sehr gut, aber also nur daran festmachen hätte ich es nicht können, dass das jetzt der Typ ist. Das habe ich anders ja gemerkt. Ja, klar. Das kannst du ja auch nicht am Sex festmachen. Es ist halt eine Sache, also wenn der oder die was macht, was dir so total widerstößt, wo du, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau irre anfängt zu kreischen und zu stöhnen beim Sex und du als Mann das halt total abtörnend findest. Oder wenn, keine Ahnung, wenn der Mann dann irgendwie so komische Slow-Sex-Praktiken macht und komisch in dir rumstochert, das ist vielleicht auch was, wo du denkst, nee, es passt einfach gar nicht. Ich glaube, das sind so Dinge, wo du dann halt sehr schnell merkst, aber dann hattest du halt auch Sex mit ihm, keine Ahnung, ich glaube, ich hab auch eher mit den Typen nicht so schnell Sex gehabt, weil ich mir da auch dachte, also wenn ich Sex mit einem hab und der Sex ist von 0 ganz schlecht bis 10 mega geil, von 5 bis 10 alles möglich, dann würde ich mich, glaube ich, noch mal krasser in den verlieben, weil wir Sex hatten, weil wir uns so nah waren. Und wenn es da nichts wird, dann würde ich noch mal tiefer fallen, als wenn wir jetzt nur irgendwie uns geküsst hätten oder so. Ja. Vielleicht ist das auch nochmal so ein Punkt. Manche brauchen ja auch, das ist ja auch das Ding, manche brauchen ja auch erstmal eine Ebene. Also, und da reicht ja ein Treffen halt schon nicht. So ein Typ. Und manche brauchen halt einfach wirklich eine Ebene, um erstmal miteinander in die Kiste zu springen. Und da reden wir jetzt nicht von 1, 2 oder 3 Dates, sondern wirklich sich richtig kennenlernen, bevor sie eben intim werden. Und dann kann sich der Sex auch entwickeln oder eben kann man sich auch anders geben. Deswegen absolut kann man auch da nicht sagen, so, ne, erste Mal ist super, beim ersten Mal geh mit ihm in die Kiste, dann weißt du, ob es harmoniert. Ja, oder auch beim dritten Date, das ist dann wirklich, also länger kannst du ihn nicht zappeln lassen, das ist ja auch ganz schlimm. Kannst du wohl, wenn du einfach gerade keinen Bock hast oder dir nicht nach dem Sex ist. Es ist ganz schwierig zu sagen, ob es harmoniert, ne? Aber es ist ein Indiz dafür, auf jeden Fall. Also ich finde auch so einen Nachteil zum Beispiel, wenn man zum ersten Mal
ich sage immer zum ersten Mal, wenn man beim ersten Date den ersten Sex hat, so rum, ist, finde ich persönlich schon, dass es auch so ein bisschen den Zauber nimmt. Also ich wusste schon bei meinem Mann, gut, das waren jetzt auch nur 3 Dates, im Grunde auch ein bisschen schade, aber war voll in Ordnung, weil man kann ja danach auch immer noch sich weiter erkunden und weit, das ist ja alles, mein Gott, das ganze erste Jahr ist ja ein einziges Kennenlernen. Aber ich mochte das total, mir so vorzustellen, wann passiert's, wann haben wir Sex, wie wird's sein. Und wir hatten zwischen dem zweiten und dem dritten Date hatten wir 10 Tage Pause, was eigentlich recht lang ist, finde ich. Ja, das ist auch lange. Das ist fand ich auch. Ja, das fand ich lange, weil zwischen dem ersten und dem zweiten waren es irgendwie, ich glaube, 2 oder 3 Tage. Es war dann gleich so, oh, ich will dich nochmal sehen, was machst du diese Woche noch? Und ich so, oh mein Gott, ich lösche alle Termine aus meinem Kalender, wenn ich dich nochmal sehen kann. Ich kündige. Und, ja, genau, ich kündige, ich habe immer Zeit. Wow, da würde ich aber denken, Psycho, nichts echt wie weg so hier. Ja, und dann waren da nochmal so diese 10 Tage dazwischen, wo man dann echt nochmal so viel Vorfreude hatte und so ein bisschen sich was vorstellen konnte. Also das fand ich schön. Gerade so dieses Kennenlernen am Anfang finde ich einfach so besonders. Ja. Und es steigert halt auch die Vorfreude. Ja, das stimmt. Also diesen Reiz, oh Gott, der war bei mir ja fast Überreiz, ne, nachdem ich ihn endlich mal so nach 5 Monaten ins Bett gekriegt habe, ja. Aber also jetzigen wir waren das andere Extrem. Aber wenn ich so zurückdenke an diese Dates, die ich davor hatte oder an die Männer, die ich davor hatte, dann war es oft so bei mir, dass wenn ich mit ihm geschlafen habe, dass quasi der Sex, also du musst, ich versuche das jetzt ein Bild zu malen, wenn der Penis in dich eindringt, dann stößt er eine Tür auf und das ist die Schmetterlingstür. Und dann fliegen die Schmetterlinge. Dann fliegen sie in dir rum und danach willst du wieder sehen und dann, oh mein Gott, jetzt ist es offiziell, wir mögen uns, wir finden uns geil und ich will dich so schnell wie möglich wieder treffen. Ach, wir haben es gestartet. So, und die Schmetterlingstür aufgestoßen, ist das schön. Finde ich auch, danke schön. Oh Mann, ey, ja, ihr bräuchtet bei eurer Hochzeit, bräuchtet ihr einfach so einen Käfig voll Schmetterlinge, die man dann so freilässt. Oh, wäre das schön. Ich möchte ja bei der großen, also wir heiraten jetzt erstmal standesamtlich, groß können wir ja jetzt nicht machen aufgrund der ganzen Gegebenheiten, aber wenn wir dann mal wirklich die große freie Trauung machen, dann möchte ich schon, das habe ich schon ewig im Kopf, dann möchte ich bei der Hochzeit das Motto Schmetterlinge haben, weil ich Schmetterlinge echt so schön finde. Ja. Wie schön. Ich mag die Leichtigkeit, die sie vermitteln. Das ist auch die Leichtigkeit, die wir in der Beziehung haben. Ich mag dieses Filigrane, dieses Märchenhafte, was sie irgendwie auch so vermitteln. Und ja, okay. So viel dazu. Challenge accepted, Maya. Ja, also Schmetterlingstür wurde aufgestoßen bei jedem Fick quasi. So, back to reality. ja, es war für mich halt auch immer so ein bisschen, jetzt möchte ich mehr. Ich möchte das nochmal. Also wenn es gut war, muss man natürlich dazu sagen. Gab auch durchaus, klar. Oh Gott, ich hatte auch mal was mit meinem Tanzlehrer. Oh Gott, das war so schlimm. Oh Gott. Du hattest mit deinem Tanzlehrer Sex? Da rangehammert und die Schmetterlinge haben sich alle verzogen, die haben sich wieder ins Kokon verkriechen, Alter. Das war ganz schlimm. Also richtig schlimm. Oh Mann. Ich stand ja auch mal so extrem auf einen meiner Yoga-Lehrer. Oh, das war so. Aber es war nicht der Schwule, oder? Doch. Was? Doch, ich sag dir, also wenn es jemanden gibt, der überhaupt keinen Gay-Radar hat, dann bin das ich. Und ich habe mich, ich habe mich total in meinen schwulen Yoga-Lehrer verliebt. Ich fand den so hot, ich fand den so geil. Hab dann irgendwann später ist mir dann klar geworden, er ist stockschwul, aber Alter, war der heiß. Und jetzt, wo du gerade sagst, du hattest mit deinem Tanzlehrer Sex, musste ich gerade an meinen Yoga-Lehrer denken. Und jetzt, wo du schwuler Typ sagst, in den du dich verknallt hast, in meiner Ausbildung gab es auch einen, den ich irgendwie verknallt war, aber der war so dermaßen gay gefühlt. Also der hat es ausgestrahlt, das wusste eigentlich jeder, aber er, ja, glaube ich, hat es nicht wahrhaben dann, gell? Er hat es aber auch noch nicht gesagt. Und der hatte so eine Art, auch mit mir umzugehen. Immer, ja, du bist das so sexy ist oder keine Ahnung. Ja, ganz genau. Mein Yoga-Lehrer, also generell im Yoga, da wirst du ja auch krass angefasst von deinem Lehrer. Ehrlich? Ja, also schon, also in dem Yoga, das ich mache, auf jeden Fall. Und geil, her damit. Was warst du nochmal genau für Yoga?
Ashtanga-Yoga. Und wenn du so also Körper an Körper und du, ich habe auch schon mal seinen Penis durch die Hose gespürt an meinem Po, wenn er dann so ganz nah an mich rangerückt ist und dann so mit seinem Oberkörper meinen nach unten gedrückt hat, damit ich noch mehr in die Dehnung komme, das ist extrem heiß. Und ich stand halt auf ihn, dachte mir so, ach Gott, du bist so sexy. Und weißt du was, wo du es gerade erzählst, dass du mal auf einen Stockschwulen gestanden hast, ist mir auch schon, also offiziell Stockschwulen, also wo du wirklich merkst, der dann halt so genau diese Gesten hat, so diese klischeehaften, ist mir auch schon mal passiert, das war im Auslandssemester. Da bin ich auch einem zur Uni, wir sind beide zur selben Uni gelaufen, aber beide durch die halbe Stadt zur Uni gelaufen und ich lief die halbe Stadt hinter ihm und dachte mir so, du bist der schönste Mann, der mir je begegnet ist. Der war Meier, der war bildschön, der war so wunderschön, hat gut gerochen und dann ist er in die Uni rein, ich auch, mir so, oh, erster Tag, oh, du bist, musst du auch hier rein, oh, und dann irgendwann kam raus, er ist Österreicher, genau. Und dann wurden wir beste Freunde, aber ich fand ihn, ich hatte immer einen Crush an ihm, so, fand ihn immer extrem attraktiv. Ah, oh, der war der toll. Naja, kurzer Ausflug. Wenn's funkt, dann funkt's, ne? Aber ist halt dann. Also mit dem hätte ich auch Sex beim ersten Date gehabt. Da hätte ich gesagt, lass uns die Uni sausen, lass uns den ersten Tag einfach nicht in die Uni gehen, komm in mein neues WG-Zimmer und wir machen die Betten nass, ganz ehrlich. Okay, was eine Ansage. Was eine Ansage. Glaubt man diversen Umfragen, denken die meisten Deutschen tatsächlich, dass Sex beim ersten Date keine gute Idee ist. Zwischen 50% und 70% von uns warten demnach lieber bis zum dritten oder vierten Date, wenn sie auf der Suche nach einer ernsthaften Beziehung sind. Da kann ich auch noch was dazu steuern, dass der Hamburger Paartherapeut Erik Hegmann, der hat gesagt... Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Ich glaube, der ist tatsächlich, ich würde sagen, relativ bekannt. Bei Ehrlich? Baby hatten wir ihn schon mal. Wieder, bin ich wieder, nein, wieder überhaupt nicht unterwegs. Nein, also relativ in Anführungszeichen. Der hat mal gesagt, gegen Sex beim ersten Date spricht vor allem die Furcht, dass dadurch Chancen verbaut werden. Weil in der Wahrnehmung der meisten Menschen ist es eben gleichzusetzen mit Gelegenheitssex. Und der bedeutet für uns wiederum Unverbindlichkeit. Also viele denken, wenn man beim ersten Date ins Bett geht, dann ist es halt nichts Ernstes. Es ist halt so, ja, man findet sich gut, man bumst miteinander und dann ist aber auch die Sache wieder in Ordnung. Ich habe ja auch meinen Mann gefragt. Das ist traurig. Ich finde es mega traurig. Dass man dann denkt, nur, also jetzt hat man es gehabt, abgehakt. Ja. Also wenn du wirklich auf eine ernsthafte Beziehung aus bist oder wie auch immer, oder, also es kann ja auch eine Affäre dann draus werden. Warum muss es dann abgehakt sein, wenn es ein toller Fick war? Absolut. Ich verstehe das auch nicht. Und ich habe auch meinen Mann gefragt, wie er dazu steht. Und er meinte zu mir, also generell findet er, ist nichts davon verwerflich oder nur das eine oder nur das andere. Er meinte auch, es ist komplett situationsabhängig. Er würde auch beim ersten Date Sex haben. Und er hat auch gemeint, dass er Frauen jetzt nicht pauschal abstempeln würde. Also ich habe gemeint, wenn ich jetzt dich nach unserem ersten Date noch mit nach Hause hätte nehmen wollen, hat er auch gesagt so, ja, klar, es muss halt in dem Moment irgendwie stimmig sein und es muss dann halt passen. Und auch da würde er natürlich der Frau die Chance geben, so dass es die Frau fürs Leben wird. Das wäre jetzt für ihn nicht das Ausschlusskriterium zu sagen, wir hatten jetzt direkt Sex und deswegen bist du jetzt abgestempelt. Finde ich sehr gut. Da ähneln sich unsere wieder sehr, unsere Mal Männer. Wieder. Also ich habe ihn das aber auch schon vor, mal Jahren gefragt. Das klingt jetzt als Jahren, aber wir sind ja jetzt erst 3,5 Jahre zusammen, aber ich habe ihn das schon sehr früh mal gefragt, weil mich das auch interessiert hat, weil bei uns gab es dieses klassische ja gar nicht, dieses Daten, weil wir ja uns in der WG kennengelernt haben, wie er da eigentlich zu steht. Weil ich bin halt schon oftmals beim ersten Date mit dem Typ ins Bett und mich hat es einfach interessiert, wie er so dazu steht. Ja, klar. Und er meinte, dass es vollkommen okay ist, also wenn die Chemie halt stimmt. Ja, wenn die Chemie stimmt, dann ist es doch überhaupt nichts Verwerfliches. Also er hat es auch nie erzwungen oder versucht zu überreden oder aufgedrängt. Ich habe halt einen guten, ne? Aber so sollte das auch sein, muss ich sagen. Also so muss es auch sein. Mhm. Und von dem her, ich weiß, mich zu erinnern, er hat mal von einer erzählt, die ihn auch irgendwie gebeten hat, mit noch hochzukommen. Er hat die auch mit begleitet und
sie hat es schon irgendwie so forciert, ja, magst du noch einen Kaffee und so? Aber er ist dann nicht mehr drauf eingegangen. Er ist dann auch wieder gegangen, weil er das da irgendwie nicht, also er hatte die Chemie nicht gespürt. Also die war heiß und alles, aber die Chemie hat halt nicht gepasst. Und nur um einen wegzustecken, hat er das auch nicht gesehen. Und oh Gott, ich habe einfach den perfekten Mann. Das ist so ein toller Typ. Das ist so schön. Also, weißt du, ich finde es auch einfach so toll. Das ist halt der perfekte Mann für dich, weißt du? Und ja, das ist so, es klickt halt und dann passt's. Und das, man muss einfach den für sich den perfekten Partner, also man muss den nicht finden, ne? Aber wenn man ihn findet, dann ist es einfach total schön und dann klickt's. Und wenn du jemand bist und du hast Bock, beim ersten Date ins Bett zu gehen, und dann ist der perfekte Partner für dich auch nur jemand, der das auch gerne macht, ne? Ist ja logisch. Mhm. Wenn du jemand bist und du denkst dir eher so, oh nee, ich möchte ihn in Ruhe kennenlernen und eigentlich erst nach 3-4 Monaten fühle ich mich erst dazu bereit, dann muss dein perfekter Partner eigentlich auch so jemand sein. Also sonst ist halt schwierig. Ich meine, es kann ansonsten auch klappen. Aber es ist halt, es ist echt so eine total individuelle Sache, wie halt alles beim Sex. Ist so. Ach, wie alles in der Liebe, wie alles man in der Partnerschaft. Man kann es nicht pauschalisieren. Nee, so gern wir Menschen das halt machen würden, weil wir wollen halt gerne gucken, wie machen es die anderen und wie ist es beim anderen und dann hat man so ein bisschen diese Beruhigung, ah, wir sind normal, die anderen machen das auch alle so, aber das bringt nichts. Nee, ist so. Wir haben ja auch eine Umfrage gemacht auf Instagram. Yes. Da haben wir auch mal so ein bisschen vorgefühlt, wie ihr das so seht, also unsere Hörerinnen und Hörer. Sex beim ersten Date, yes or no. Und das ist ja, das nimmt sich fast gar nichts, ne? Die sind 47% sagen ja, Sex beim ersten Date vollkommen okay und 53% sagen nein. Die sind da komplett, also gleich auf, würde ich sagen, ne? Schön. Ich sag mal fast 50-50. Ach du Scheiße. Boah, ich bin gerade in Instagram drin und schau gerade, weil ich wollte ja dann die Frauen vorlesen. Mhm. Bei den, das ist so krass, ich habe mir das schon gedacht. Ja, die Männer sind einfach nicht so kommunikative Wesen. Von den Männern haben wir ungefähr, sag ich mal, 30 Antworten bekommen und von den Frauen ungefähr 200. Ihr müsst euch trauen, Jungs. Schreibt uns, macht da mit. Das ist der Wahnsinn. Ey, mega cool, dass ihr so viel da auch antwortet. Das ist der Killer. Das ist einfach so, ist so cool, dann mal so ganz spontan eure Meinung zu kriegen. Maja, du wolltest die Männer loslegen, ne? Los vorlesen. Okay. Also die Frage an die Männer lautete: Wenn eine Frau beim ersten Date mit euch in die Kiste hüpft, was denkt ihr darüber? Antworten: Wenn's harmoniert, why not? Ich persönlich finde das nicht schlimm. Ich mache es ja dann auch. Eben. Boah, danke schön. Ich finde das ja, so, fand ich auch perfekt. Das ist genau. So, bringt's auf den Punkt. Ja. Bringt's auf den Punkt. Du machst es doch genauso. Oh, Mann. Amen, Bruder, Amen, um es in deinen Worten nochmal zu sagen. Du könntest es nicht besser formulieren. Amen, Bruder. Sie macht das mit jedem, also eher nicht für eine Beziehung geeignet. Boah, ist das veraltet, Alter. Das denken aber einige. Das ist so traurig, ey, ganz ehrlich. Trotzdem einige. Da müsstet ihr aber mal ordentlichen Frühjahrsputz bei euch im Kopf machen. Aber ordentlich, nur weil sie mit euch in die Kiste springt. Erstens heißt das nicht, dass sie das mit jedem macht, weil bei euch hat halt einfach die Chemie gepasst. Genau. Und wenn sie es mit anderen auch getan hat, weil die Chemie gepasst hat, spricht nichts dagegen, ob sie es beim ersten oder beim dritten Mal macht. Aus allem kann eine feste Beziehung entstehen, meine Meinung. Und ich wollte auch sagen, ich finde auch so diese Nachricht so ein bisschen ein kleines bisschen traurig, weil ich glaube, dass du kein gutes Selbstwertgefühl hast, weil du dich gleich mit jedem anderen gleichsetzt. Booyah! Ist doch nicht jeder. Abendschwester! Du bist doch der Killer. Und wenn die Frau mit dir sofort ins Bett will, dann hat sie das vielleicht nur mit dir gemacht, weil sie denkt, oh mein Gott, du bist der Wahnsinn. Also und wieso jetzt, nicht so rumdenken? Da kommt noch mal was Ähnliches. Ich wäre vor Verwunderung gelähmt und würde es vielleicht sogar für einen Witz halten. Was ist denn los? Guter Joke! Das wäre auch lustig. Stell dir vor, du bist mit einem Typen ins Bett und der sagt zu dir, ey Maja, das war ein guter Joke. Also ciao dann, gell? Man sieht sich. Mann, Jungs. Also dieses Ding so, ey Leute, ihr seid in einer Generation, ihr nutzt Instagram. Ich würde mir sowas eher vorstellen von einer Generation, die von Instagram noch nie was gehört hat. Die jetzt mit dem Krückstock durch die Gegend laufen.
Okay, nächste Antwort. Ob es jetzt das erste Date oder das zweite ist, spielt doch keine Rolle, solange es beide wollen. Ah, wir sind wieder bei Instagram-Generation. Hallo, herzlich willkommen in der neuen Welt. Geil, da freue ich mich drüber. Super Nachricht. Das macht sie dann mit jedem, ist nochmal eine Antwort. Was für zwischendurch, okay, aber nichts Langfristiges. Sie will nur Spaß und mehr nicht. Und die letzte Antwort, die ich noch habe, wenn es schlechter Sex ist, erspart man sich viel Frust für eventuell kommende Dates, Zeit gespart und weiter geht's. Der Pragmatiker, ja, oder? Der Pragmatiker unter uns. Das könnte auch mein Mann gewesen sein, ja, so ein bisschen, ist auch sehr pragmatisch. So, und wir haben natürlich auch dasselbe an die Frauen gestellt, dasselbe dem Frage. Wenn ein Mann beim ersten Date mit euch in die Kiste will, was denkt ihr über ihn? Schauen wir mal, ob die genauso hinterwäldlerisch veraltet drauf sind, ob wir bei euch allen mal im Kopf einen Frühjahrsputz machen müssen. Eine schreibt, typisch Mann, er will nur Sex von mir, dass er hauptsächlich nur aufs Vögeln aus ist. Why not, wenn er sich beim Date gut macht und es passt, na klar. Eine schreibt, ist doch normal, oder? Voll mein Mädchen. Versuchen darf er es ja. Wie reagiert er denn auf eine Zurückweisung? Das zählt. Ja. Finde ich gut. Finde ich auch richtig gut. Wenn es passt, dann passt's. Kommt, glaubt darauf an, wie sehr er das will. Ob er es plump macht oder aufdringlich ist oder charmant. Absolut. Süß. Absolut kann ich zu 100% genauso unterschreiben. Naja, wenn ich mitmache, was soll ich denn dann denken? Gleiches Recht für alle. Yes. Oh. Also es sind schon sehr, sehr viele Frauen, die schreiben, der will nichts Festes, er will nur Sex, man denkt, er will einen ausnützen, er will nur Sex, er will nur Spaß. Bitch. Eine hat einfach geschrieben, Bitch. Was denkst du dann über ihn? Bitch. Okay. Also ganz wirklich tatsächlich Fuckboy. The boys just wanna have sex. Oh, dass ich eine schnelle Nummer für ihn bin. Okay, Frauen, Ladies, was ist los mit euch? Also die Frauen sind tatsächlich der Meinung, wenn er das eine heiße Nummer will, bin 44, wäre für mich kein Problem. Geil. Oh, ich feier dich. Voll geil. Nehmen, was ich kriegen kann. Ja, also die meisten schreiben tatsächlich, dass es für sie ein No-Go wäre oder dass der Typ dann bei ihnen auch unten durch wäre. Und ich würde mal sagen, 30% sagen, wenn die Chemie stimmt und ich das auch will, warum nicht? Spast, schreibt eine. Krass. Wir haben noch eine Antwort bekommen von einer Frau, die kam eben rein. Die fand ich jetzt gerade noch ganz cool, die möchte ich auch noch kurz vorlesen. Sie schreibt, ja. Ich denke, es kommt immer drauf an, wie es dazu kommt. Ob es vorher klar ist, was beide suchen, Beziehung oder was Lockeres. Leider ist mir das schon oft passiert, Sex beim ersten Date. Aber am Ende war ich ehrlich gesagt froh, da es meistens nicht wirklich toll war. Dass ich dann schon Bescheid wusste und meine Zeit nicht weiter in die Person investiere, da es im Bett dann halt auch einfach nicht gepasst hat. Aber nach meiner Erfahrung gestern habe ich mir echt vorgenommen, zu warten und es zu lassen. Aber genau ins Schwarze getroffen bei ihr. Die hatte gestern Sex. Wann hattest du zum letzten Mal Sex? Gestern. By the way. Gestern? Läuft wieder bei euch, ha? Huh? Wie ist denn bei euch? Du fragst mich so oft, wann ich das letzte Mal Sex hatte oder weil ich es halt auch ganz von mir aus, weil es halt irgendwie gerade passt. Aber wann hattest du das nicht erzählst? Nein. Wann hattest du denn das letzte Mal Sex? Vorgestern. Guck an. War gut? Sonst läuft's auch. Ja, läuft gut. War super. War geil. Wir waren ja auch weg. Wir waren ja auch in unserem Paar-Wochenende, verlängertes Wochenende und hatten richtig, richtig geile sexy Time zu zweit. Ach, schön. Ohne so. Ja, wir hatten eine mega geile verglaste Dusche, eine komplette Glasdusche und wir hatten es in dieser Dusche getrieben wie im Film, sag ich dir. Ehrlich? Ja, und danach ab aufs Bett und ich wollte eigentlich immer noch auf so einer Außenschaukel, wir hatten einen eigenen Balkon mit einer Außenschaukel, mit so einem riesen geilen Teil, wo man drauf liegen kann. Ich habe auf Instagram ein Foto davon, da sitze ich aber ganz brav und lese ein Buch. So schön, und dann ist dieser komische Priester da. Dieser komische Heilige da oben, da habe ich gesagt, scheißegal, wir treiben es hier trotzdem. Aber dann hatten wir leider mit dem Wetter echt Pech und es hat 12 Grad gehabt und Dauerregen und dann haben wir gesagt, okay, wir haben ja auch ein sehr schönes Zimmer. Da hatten wir guten Sex und jetzt daheim gleich nochmal. Ja, läuft. Weißt du, an was ich gerade denken musste, als du gesagt hast, von der Dusche aufs Bett?
Mein Ex-Freund, der letzte, mit dem war ich mal in Dortmund. Dem habe ich zum 30. Dortmund-Spiel geschenkt und Aufenthalt und so. Ich hatte damals noch knallrote Haare. Und wir sind auch in dieses Hotel gekommen, in die Dusche, gepimpert, aufs Bett geschmissen. Und die ganze weiße Bettwäsche, so klassische Hotelbettwäsche, alles weiß, Oh Gott. war danach voll rot. Oh Mann, ey, das war so Ach du peinlich. Schande. Ja, das war wirklich unangenehm. Also Leute, wenn ihr euch gerade frisch die Haare gefärbt habt, also so richtig frisch gefärbt und vielleicht sogar auch noch in so einer bunten Farbe, lasst euch danach nicht so aufs Bett schmeißen oder trocknet sie wenigstens ein bisschen ab. Vor allem bei Rot, da Oh, könnt ihr wie ja noch denken, das schön. ist jetzt Blut oder so. Der Tipp des Lebens von Maya. So, zum Abschluss. Also, da jetzt gleich mein Sohn nach Hause kommt, beziehungsweise jede Minute klingeln könnte. Alleine, ich hab den Dreijährigen alleine fünfmal um den Block geschickt. Nee, der ist gerade krank, der ist gerade krank daheim. Die Oma passt auf ihn auf. Ich habe gesagt, so 12:15 Uhr, dann könnt ihr wieder kommen. Es ist 12:17 Uhr, deswegen. Ja, genau, auf den letzten Drücker, wie immer. Ich wollte noch sagen, Fazit zu dieser Folge. Ich finde ja, Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Und gerade, man hat einfach im Kopf so diese dritte Date-Regel oder die Regel, kein Sex beim ersten Date. Und da finde ich, Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Ich wiederhole mich gerne. Gut. Vor allem, wenn sie einfach total irrational sind und dämlich. Und ich habe noch recherchiert, woher diese dritte Date-Sex-Regel kommt. Die kommt ursprünglich aus den USA. Wen hätte Und das da, gewundert? ich wollte gerade sagen, wir dreschen ja eh immer gerne auf den USA rum. Da ist es so, dass das dritte Date der Moment ist, wo sich entscheidet, ist es ein Top oder Flop. Und wenn es beim dritten Date nicht zum Sex kommt, dann ist es bei beiden als Nein zu deuten und dann lässt man es sein. Krass, oder? Also ich, ja. Die haben ihre eigenen Regeln, ist so. Die sind ja auch Ja. lange nicht zusammen. Die sind einfach, die treffen sich und dann heiraten sie. Also ich finde, macht, was sich im Moment für euch gut anfühlt und worauf ihr Lust habt. Ja, ist so. Also, glaub, wir haben die Meinung klar, unsere Meinung klar dargestellt. Ich finde überhaupt nichts Verwerfliches daran, sowohl für Männer als auch für Frauen, wenn sie eben miteinander schlafen beim ersten Mal. Ob sie es beim zweiten oder dritten Mal machen, solltet ihr wirklich nicht an einer Regel festmachen. Das ist Bullshit. Nächsten Dienstag kommen wir wieder. Dann geht's bei uns um der ultra geile Handjob für ihn. Was machen wir mit unseren Händen, damit es für ihn maximal geil wird? I love the handjob. Ja, wird, glaube ich, wieder eine sehr gute Folge. Ist so, bis dahin. Ob gemeinsam oder alleine. Ob beim ersten Date, beim zweiten, beim dritten, beim zehnten, beim hundertsten. Macht's euch schön. Und kommt doch mal wieder.